dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel Haching gegen Saarbrücken am Sonntag um 19.30 Uhr. An meiner Seite wie immer Cheftrainer Marc Unterberger und Stürmer Patrick Hotsch heute zu Gast. Die erste Frage wie immer von mir, Marc. Saarbrücken kommt, die sind nicht ganz so in die Liga gestartet, wie sie es vielleicht selber sich vorgenommen haben. Was erwartest du für einen Gegner bei uns im Bullsportpark? Oh, das weiß ich gar nicht, ob die nicht ganz so in die Liga gestartet sind, wie sie sich das vorgenommen haben. Ich meine, die haben immerhin zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt, sind im Pokal eine Runde weitergekommen. Haben sicherlich einen Ausrutscher gegen Viktoria Köln daheim gehabt, aber grundsätzlich eine sehr gefährliche Mannschaft, die meisten Saisontore geschossen hat jetzt nach den 5 Spielen. In der Situation waren wir in Verl schon mal. Fokus wird auch in dem Spiel wieder drauf liegen. Das war gut verteidigen, das war gut in die Zweikämpfe kommen, dass sich jeder auch die Meter macht, die Mannschaft dann benötigt, dass wir da einfach die Offensive von Saarbrücken in den Griff bekommen. Ansonsten eine sehr, sage ich eigentlich fast jede Woche das Gleiche, ne? Eine sehr gewachsene Mannschaft, jetzt auch immer in der dritten Liga oben mitgespielt. Ich habe vor der Saison, bin ich gefragt worden, was ich glaube, wer aufsteigt. Für mich war Saarbrücken da dabei. Ich finde, sie bestätigen es auch zum Teil. So dementsprechend eine Mannschaft, die eine Liga nach oben will, gegen eine Mannschaft, die auf gar keinen Fall eine Liga nach unten will. Favorit Saarbrücken, ohne Wenn und Aber. Gute Spieler, gute Mischung, gute Qualität. Werden aber sicher auf eine Mannschaft treffen, die alles probiert rauszuhauen. Die daheim im Sportpark wieder auf die Unterstützung von unseren Fans hofft, die weiß, was sie daheim imstande ist zu leisten und die schon auch gierig ist, jetzt nach dem Toto-Pokalspiel wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Personaltechnisch, was erwartet uns da von unserer Seite aus? Mit Timon Obermeier und mit Manu Stiefler unter Umständen zwei Rückkehrer. Haben heute das Training gut vertragen. Inwieweit es dann für den Kader reicht, wird dann der morgige Tag zeigen. Aber kann man schon davon ausgehen, dass die mit dabei sind. Markus Schwabel ist nach wie vor raus und Viktor Zentrich hat einen kleinen Rückschlag erlitten an den Hamstrings hinten. Der ist muskulär auch raus. Ansonsten können wir Gott sei Dank aus dem Vollen schöpfen. Vielen Dank, Marc. Die nächste Frage an dich, Hotschi. Flutlichtspiel am Sonntagabend, mal was anderes, hatten wir so jetzt die letzten Jahre auch noch nicht. Ist es was Neues dann auch für die Mannschaft, sich auf so ein Spiel vorzubereiten, weil es dann doch später ist, anders als gewohnt? Ja, es ist jetzt nicht die typische Anstoßzeit in der dritten Liga. Es gibt jetzt dieses Sonntagsspiel um 19:30 Uhr, aber ich glaube, wir haben genügend Spiele schon, auch Abendspiele gemacht, egal ob es in der Regionalliga war oder so, jeder sonst wo in einem anderen Verein. Ist immer ganz cool auch. Sonntag vielleicht nicht so geil, aber ein Abendspiel, Einzelspiel, da liegt immer ein großer Fokus drauf, auch von der Liga. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Wiesn fängt an, hoffentlich bringt Saarbrücken ein paar Zuschauer mit, die sich vielleicht am Abend vorher ein bisschen auf der Wiesn vergnügen und dann Sonntag auch ins Stadion kommen. Wäre natürlich schön, wenn dann hier auch ein bisschen was los ist. Wir haben Bock auf dieses Spiel, haben große Lust jetzt nach der Länderspielpause auch da weiter anzuknüpfen, wo wir in der Liga aufgehört haben und ich bin guter Dinge, dass wir da am Sonntag wieder eine gute Leistung bringen werden und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Das wäre jetzt auch die Frage, wie es in der Mannschaft ausschaut. Du als Vertreter der Mannschaft jetzt hier bei der Pressekonferenz, wie ist die Stimmung? Ja, wir hatten natürlich mit dem Toto-Pokalspiel einen Rückschlag, was wir uns anders vorgestellt haben. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Nichtsdestotrotz braucht man den Saisonstart, glaube ich, nicht schlecht machen. Nicht wirklich schlecht reden, weil wir hatten einen guten Start, aber wir wissen auch, wo wir herkommen und wir wissen, was unser Ziel ist. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel dieses Jahr in der dritten Liga aufgrund vom Etat, von der Kaderstruktur, vom Alter her, dass wir da der Underdog sind. Gerade gegen solche Vereine wie Saarbrücken, die, glaube ich, vom Etat her und vom Kader zur absoluten Spitze gehören in der dritten Liga. Und dementsprechend wissen wir, dass wir der Underdog sind, aber wir wissen auch, was wir können und was uns stark macht. Und dementsprechend gehen wir das Spiel an. Wir haben einen Plan und versuchen den am Sonntag umzusetzen und dann versuchen wir auch hier wieder am Sonntag zu gewinnen. Danke dir, Hotschi. Dann darf ich die Fragen an die Presse weiterleiten. Gehen wir mal auf das Sonntagsabendspiel. Wie schaut Marc, wie schaut es konkret das in der Planung von den Einheiten? Was verändert sich denn dadurch
zum regulären Spieltag sozusagen. Wie darf man sich das vorstellen, wenn ein Spiel jetzt am Sonntagabend ist, anstelle eines klassischen Samstagnachmittag? Von 14 Uhr auf 19.30 Uhr. Ja, aber von der Taktung, weil ihr habt ja andere Trainingstage und andere Tage, wo frei ist. Was bedeutet das? So meinst du? Gut, der, eigentlich von der Taktung hat sich gar nichts geändert. Der freie Tag war jetzt gestern, sonst ist er dann meistens eher am Wochenanfang. Haben gestern frei gehabt, haben heute trainieren morgen und spielen dann am Sonntag um 19.30 Uhr. Auch nach Rücksprache mit der Mannschaft, Treffpunkt zum Spiel. Man gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Man könnte auch in der Früh anschwitzen, aber die Jungs haben letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht, haben ganz, ganz oft um 19 Uhr letztes Jahr gespielt, fühlen sich da einfach wohl, direkt zum Treffpunkt zu kommen und sich selbstständig vorzubereiten. Da ist auch ein großes Vertrauen meinerseits da, dass das dann auch gut funktioniert und dass jeder auch so vorbereitet zum Spiel kommt, wie sich es dann gehört. Dementsprechend gibt es da keinen Grund, irgendwie in der Früh anzuschwitzen. Sind dann auch nochmal lange Anfahrtswege. Der eine kommt, dann jetzt wieder essen, dann muss er wieder heim, dann schläft. Also soll jeder so machen, wie er will. Wir haben dann gutes Vertrauen untereinander, Mannschaft ins Trainerteam, aber auch wir in die Mannschaft, sodass das für uns eigentlich gar kein Problem darstellt. Dann gebe ich gleich weiter. Wie siehst du so eine Herangehensweise an so einen anderen Spieltag als sonst? Wie ist es gut? Ja, also wie der Trainer schon sagt, also es gibt da keinen großen Unterschied von der Herangehensweise. Natürlich gibt es ein paar Terminänderungen, dass das Abschlusstraining natürlich vielleicht ungefähr 24 Stunden vor dem Anpfiff ist. Ansonsten, wie der Trainer auch schon gesagt hat, haben wir es letztes Jahr gut gehandhabt und er hat da in die Mannschaft reingehorcht und ich glaube, das tut uns ganz gut. Jeder hat da seine eigenen Abläufe auch ein bisschen. Der eine steht schon früh um 7 auf, macht nochmal einen Mittagsschlaf, der andere schläft ein bisschen länger und zieht dann den Tag durch. Vom Essen her, der eine ist da, der andere ist um die Zeit und da ist ja jeder individuell, deswegen glaube ich, fahren wir damit ganz gut, dass wir da unseren Ablauf so haben, wie wir das alle brauchen und dann versucht man natürlich auch am Sonntag direkt beim ersten Abendspiel das Vertrauen vom Trainer in der Hinsicht zurückzuzahlen und ja, aber im Endeffekt ist das kein großes Thema, ob man jetzt ein Abendspiel hat, ob man Sonntag spielt oder ob man Samstag spielt, also da sind, glaube ich, alle lang genug dabei und haben alle schon genügend Spiele gehabt, egal ob im Profi- oder Jugendbereich, dass das eine Mannschaft nicht groß tangiert. Muss halt dann den Tatort in der ARD-Mediathek anschauen. am nächsten Tag, den verpasse ich dann natürlich. Stimmt, ja. War das für Sie eine große Ehre am Kicker war ein großer Bericht, ich jetzt gar nicht gewusst, aber du bist ja groß ausgezeichnet worden. Und als bester Amateurschütze ging er bis unten, bis zur 11. Liga. Ja. Toller Ansporn, oder? Was es sowas gibt von vielen Leuten. Absolut, muss ich sagen. Also bin ich echt dankbar für. Es war eine unfassbar schöne Veranstaltung. Ich war letztes Jahr schon eingeladen, konnte letztes Jahr leider nicht teilnehmen. Ich hatte ja letztes Jahr das auch gewonnen gehabt, aber dadurch, dass wir in der Regionalliga die Länderspielpause nicht hatten, konnte ich da leider nicht hin, letztes Jahr zum Event in Leipzig. Dieses Jahr hat es in Dortmund zum Glück geklappt. Ja, war eine mega coole Erfahrung. Also muss ich echt sagen, wenn dann Miro Klose da ist, Melanie Behringer, Miro Klose übergibt dir die Torjägerkanone, der, glaube ich, wie kein anderer gefühlt als deutscher Stürmer für Tore steht, hat die meisten WM-Tore geschossen. Das ist natürlich dann schon was ganz Besonderes. Ja, und der ganze Tag, also wie das Event aufgezogen war, man durfte in der Halbzeit war man am Spielfeldrand vom Signal Iduna Park, was, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes ist, vor 60.000 Zuschauern wird der Stadionsprecher, ehrt nochmal alle einzeln und machst da noch ein paar Fotos und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, die da ins Leben gerufen wurde, muss ich echt sagen und ist auf jeden Fall ein Tag, den man, glaube ich, in seinem Leben nicht vergisst. Hast du mit Sandro Kontakt gehabt, kurz? Ja, also ich hatte mit dem Sandro, es war natürlich ein Wahnsinnszufall, dass Sandro da am Dienstag das übernimmt und ich da zu dem Länderspiel gereist bin, also zu der Ehrung. Da habe ich ihn vormittags schon mal angerufen, habe gesagt, ey, ich bin heute da so und da haben wir kurz ein bisschen gequatscht, habe dann aber auch zu ihm gesagt, hey, wenn sich's ergibt, hat natürlich auch ein paar andere Sachen zu tun gehabt an diesem Tag, glaube ich. Und dann haben wir uns aber nach dem Spiel zum Glück noch gesehen, war ja auch ein gutes Spiel und dann sind die Jungs noch, ein paar Spieler und die Trainer auch in den VIP-Raum rübergekommen, wo wir auch waren und da habe ich dann nochmal 10, 15 Minuten auch mit ihm gequatscht und nächsten Tag haben wir zufällig den gleichen Flieger gehabt nach München. Dann habe ich ihn noch in meinen Fiat Panda eingepackt und wir haben ihn mit nach Hause nach Haching genommen. Das war eine ganz, ganz witzige Geschichte und da haben wir dann noch ein bisschen Zeit gehabt, uns auszutauschen über alles Mögliche und ja, war auf jeden Fall lustig und habe mich natürlich gefreut, ihn da auch wieder zu treffen. Ja, so ist der Fußball, gell? So schreibt die irrsten Geschichten durch Zufall. Ja.
Ich habe schon nachgefragt, vielleicht reicht es dann beim nächsten Mal auch für die Nominierung, wenn da nochmal was möglich ist. Aber warum nicht? Ja. Sehr gut. Du weißt, was Tor steht. Sagen alle, wo ist der Mann, der weiß, was Tor steht? Gibt es noch weitere Fragen? Eine noch an Marc. Wie hast du jetzt dann auf das Spiel oder den Dämpfer in der Toto-Pokal-Pleite reagiert? Hast du irgendwas anders gemacht als sonst oder ein bisschen mehr den Fokus drauf gerichtet in den letzten Tagen, oder ist das Business as usual sozusagen? Dämpfer trifft es gut, aber ich glaube, man muss es ja im Gesamtkontext sehen. Wir haben in dem Spiel unsere DFB-Spieler nicht dabei gehabt, die jetzt sich echt gut eingegroovt haben bei uns. Wir haben Aaron Keller gehabt, der hat eine Weisheitszahn-OP gehabt zu dem Zeitpunkt. Seppi Welsmüller war angeschlagen, dem haben wir eine Verschnaufpause gegeben. So, wir haben schon auch auf ein bisschen was verzichten müssen, nichtsdestotrotz waren wir in dem Spiel einfach nicht so gierig, wie wir es davor gewöhnt waren. Also es war, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir froh sind, wenn wir weiterkommen und dass wir das auch irgendwie schaffen können. So, und das irgendwie ist nicht aufgegangen, sondern ich habe direkt nach dem Spiel gesagt, direkt eins auf die Fresse bekommen. Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir den Pokalwettbewerb mit dem anderen Wettbewerb vermischen. Wir haben das beim DFB-Pokal schon nicht gemacht, wir werden es beim Toto-Pokal nicht tun, die dritte Liga, da weiß jeder, jeder von den Jungs, was auf sie zukommt, jeder weiß auch, dass es eben nicht mit irgendwie geht, sondern dass wir an die 100% rankommen müssen. Auch das sage ich jede Woche. Ansonsten, wir müssen uns jedes Spiel auf den Hosenboden setzen. Ansonsten wird es für uns verdammt schwer. Dann sind wir auf Zufall, auf Glück angewiesen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich die Spielausgänge so weit, wie es geht, selber in der Hand haben. So, und deswegen glaube ich, dass da alle gepolt sind am Sonntag, dass alle heiß sind, dass alle gierig sind. Der Toto-Pokal ist abgehakt, der ist jetzt auch schon 10 Tage her, Gott sei Dank. Dementsprechend gibt es da weder Konsequenzen noch Maßnahmen, sondern der Blick ist eigentlich auf die Liga gerichtet. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei der Presse, bedanke mich bei dir, Marc, und bei dir, Hopschi. Und wir sehen uns dann spätestens am Sonntagabend um 19:30 Uhr im Ulsportpark.